WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 30. September 1937. Der Geburtstag des Schriftstellers Jurek Becker. Also, das ist ein DIN A4-Bogen aus etwas festerem Papier. Ich sag immer Pappendeckel. Christine Becker blättert im Familienstammbuch. Lose hineingelegt, die nachträgliche Geburtsurkunde ihres verstorbenen Mannes Jurek. Und da steht in der Schrift von Max Becker, mein Sohn ist am 30. September 1937 in Lodz in Polen geboren. Eine Geburtsurkunde ist nicht vorhanden. Berlin, den 10.10.1952. Als ich 2 Jahre alt war, wurde Lodz besetzt. Und dann kam ich, da meine Eltern Juden sind, in das Ghetto von Lodz. Jetzt kommt in Kinderschrift, Schreibschrift. Hiermit erkläre ich an Eidesstatt, dass ich nach Angaben meines Vaters am 30.09.37 in Lodz geboren bin. Meine Mutter ist im Konzentrationslager gestorben. Georg Becker. Georg, die eingedeutschte Form von Jerzy, Jurek Beckers Geburtsname. Jurek wiederum ein Kosename. Mit ihm riefen die Eltern ihr einziges Kind. Und dann gibt es einen Stempel vom Amtsgericht Berlin-Mitte. Das war seine Geburtsurkunde. Mehr gab es nicht. Jurek Beckers Leben beginnt mit einer nachträglichen Erfindung. Nach dem Krieg kann sich der Vater an das Geburtsdatum seines Sohnes nicht mehr erinnern. Den 30. September hat er sich später ausgedacht. Das Geburtsjahr hatten die Eltern wohl schon im Ghetto hochgeschwindelt, denn sie wussten, wenn Jurek alt genug wäre, um zu arbeiten, hätte er größere Chancen zu überleben. Das ist eine der wenigen Erinnerungen, wo er sagte, er wisse, dass er mit Stöckchen Tabak in Zigarettenhülsen gestopft hat, mit vielen, vielen anderen Kindern an einem Tisch sitzen. Das war so ein Fetzen Erinnerung. Ansonsten eine große Leere. Keine Geschichte, kein Bild. Wenn du nicht weißt, wo du herkommst, ist es ein wenig so, als ob du dein Leben lang mit einem Rucksack rumläufst, mit einem Sack auf dem Rücken, ohne zu wissen, was da drin ist. Im Roman Jakob der Lügner von 1969, seinem größten Erfolg, erschreibt sich Jurek Becker seine vergessene Vergangenheit neu. Wie wird es sein, wenn die Russen hier sind? Besser oder schlechter? Besser natürlich. Der Ghettobewohner Jakob Heim erzählt seinen Freunden ausgedachte Nachrichten vom Vorrücken der Roten Armee und stiftet dadurch Hoffnung. Du wirst satt zu essen kriegen. So viel ich will. So viel du willst. Stell dir vor, auf dem Tisch stehen alle möglichen Sachen. Du nimmst dir, worauf du gerade Lust hast. Und wenn du nicht mehr kannst, wird abgeräumt. Und zum nächsten Essen steht alles wieder da. Das schwindelst du. Jakob der Lügner erzählt den Holocaust in der Maske eines Schelmenromans voll bitterer Komik. Ein Wagnis, damals noch viel mehr als heute. Die Kinofassung von 1974 wird als einziger Film aus der DDR für einen Oscar nominiert. Kurz nach dem Krieg aber geht es Jurek Becker und seinem Vater um alles, nur nicht um den Rucksack ihrer Vergangenheit. Max Becker hat Auschwitz überlebt und wird bis zu seinem Tod kein Wort mehr darüber verlieren. Jurek war gemeinsam mit seiner Mutter nach Ravensbrück, dann nach Sachsenhausen deportiert worden. Sie starb, weil sie das wenige Essbare ihrem Kind zuschob. Als der Vater ihn nach dem Krieg endlich aufgespürt hat, will er mit seinem Sohn in Deutschland bleiben. Jurek Becker? Er hat gehofft, dass die Diskriminierung von Juden gerade an dem Ort, an dem sie ihre schrecklichsten Formen angenommen hatte, am gründlichsten beseitigt werden würde. Von einem Tag auf den anderen spricht er mit seinem Sohn kein Polnisch mehr. Jurek soll Deutsch lernen, am besten sofort. Mein Vater hatte nie einen Kinderbonus bereit für mich. Wenn ich ein Gedicht geschrieben habe, hat er gesagt, das soll ein Gedicht sein. Wenn andere Eltern sagten, oh wunderschön, erzähl uns das noch einmal. Wie lange willst du mir damit auf die Nerven gehen, hat er gesagt. Rückwirkend kann ich nicht sagen, dass das sehr angenehm war. Aber vielleicht war das für einen, der später mal Schriftsteller geworden ist, ein heißes Training. Und dass er Schriftsteller werden will, weiß er schon als Schuljunge.
Die DDR ist überschaubar, Ost-Berlin noch mehr. Und so trifft der Bohemier Jurek Becker in einer Bar auf den Schauspieler Manfred Krug. On the sunny side of the sea. Wir waren noch keine 20. Es war quasi Liebe. Ich begleitete ihn am Abend unserer ersten Begegnung quer durch Ost-Berlin bis zu seiner Straßenecke, wo wir noch lange redeten und redeten. Ich hatte einen Bleistiftstummel, aber beide konnten wir keinen Fetzen Papier in unseren Taschen finden. So schrieb ich seine Adresse an die Wand einer Eckruine. Am nächsten Tag fuhr ich dorthin, um sie mir aufzuschreiben. Jurek hatte sich meine Adresse gemerkt. Damit beginnt eine Freundschaft, die ein Leben lang halten wird. Bald schreibt Jurek Becker Drehbücher, sehen sich die beiden nicht am Filmset oder in ihrer Wohngemeinschaft, schicken sie sich Postkarten. Auch das ein Leben lang. Die von Jurek Becker sind große Literatur im Kleinformat. Heiter, hintersinnig und seinen besten Romanen ebenbürtig. Geliebte Krugs, nun kann ich auch die Niagara-Fälle abhaken, schreibt Jurek Becker später bei seiner ersten Amerikareise 1978. Zurückkehren wird er nicht nach Ost, sondern nach West-Berlin. Das Bild ist sozialistischer Realismus. Direkt unterhalb der Fälle beginnt eine 3 Meter dicke braune Dreckschicht, die bis zum Horizont geht. Es ist kein Quadratzentimeter Wasser zu sehen. Eine Studentin, mit der ich hier war, hat herzzerreißend geweint. Noch aber in den 60ern glaubt Jurek Becker an die DDR. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Beim Film ist er gefragt. Mit seiner ersten Frau Rieke hat er 2 Söhne und ein schönes Haus. Doch dann wird eins seiner Drehbücher abgelehnt. Ausgerechnet die Geschichte von Jakob Heim mit seinen erfundenen Radionachrichten. Und ich habe im Zorn oder im Affekt einen Roman daraus gemacht. Ohne mir im geringsten Gedanken darüber zu machen, was das ist, ein Roman. So wird aus Jurek Becker, was er schon immer werden wollte, Schriftsteller. Ich habe so einen Satz geschrieben, dann habe ich ihn einen Meter von mir weggehalten und dann fand ich ihn irgendwie ganz gut und er war links oder rechts ein bisschen kopflastig oder schwanzlastig, habe ich ein bisschen verschoben wie eine Bettwurst, bis mir das in etwa gefallen hat und so ist ein Roman entstanden. Im zweiten Bezirk ist heute ein Kind geboren worden. Wenn alles vorbei ist, wollen Sie den Jungen auf den Namen Abraham eintragen lassen? Wenn alles vorbei ist. Wenn alles vorbei ist, dann lebt das Kind nicht mehr. Und die Eltern leben nicht mehr. Wir alle werden nicht mehr leben. Dann ist alles vorbei. Ich finde David schöner. Jakob der Lügner wird zum Bestseller. Im Osten und im Westen. Christine Becker? Genau genommen, das wusste er auch, er hat einen Trick benutzt. Er hat die Menschen, die Leser, reingezogen in die Schicksale seiner Protagonisten, hat sie beteiligt emotional. Und dann hingen sie am Ende an diesen Schicksalen. Und damit hat er erreicht, was er wollte. Das waren nicht mehr Opfer, sondern Individuen. Aber Jurek Becker selbst, so scheint es, hat seit diesem Erfolg ein großes Schild auf der Stirn kleben. Fachmann für alles Jüdische, stünde darauf, ginge es nach dem Literaturbetrieb. Opfer. Der Schonung bedürftig steht darauf, fürchtet Jurek Becker. Die haben was Schweres hinter sich. Die dürfen nicht kritisiert werden. Die haben schon genug erfahren. Ist das nicht eine Art Todesurteil? Jurek Becker wehrt sich und muss feststellen, dass er als Schriftsteller in der DDR bald auf eine weitere Rolle reduziert wird, die des Dissidenten. Er fühlt sich seinem Staat in kritischer Solidarität verbunden und der Idee des Sozialismus noch viel mehr. Sein Staat ehrt ihn mit dem renommierten Heinrich-Mann-Preis und lässt ihn von der Stasi bespitzeln. Sein Publikum Ost will zwischen den Zeilen Aufmüpfiges lesen und sein Publikum West genauso, denn ohne ein bisschen Widerstand hat man als DDR-Schriftsteller auf dem Buchmarkt der BRD keine Chance. Die falschen Freunde, die mir schmeicheln, die scharf sind auf die scharfen Sachen und selber in die Hosen machen. In dieser durchgerissenen Stadt, die hab ich satt. Mir schwante, dass ich mich entscheiden müsste zwischen der Karriere eines Schriftstellers und der eines Widerstandskämpfers, was ja nicht dasselbe ist. Ich war auf einer Barrikade und ich fing an zu zweifeln, ob das ein guter Ort ist für Texte. In dieser durchgerissenen Stadt, die hab ich satt. Ein Jahr nach Wolf Biermanns Ausbürgerung geht auch Jurek Becker in den Westen.
zunächst für ein paar Monate nach Nordamerika. Liebste Krugs, Kanada macht auf mich irgendwie den Eindruck, als wäre eine DDR-Firma beauftragt worden, USA-Verhältnisse hier einzuführen. Das macht es mir leicht, mich gut zu fühlen. Wann fallen wir uns alle bloß wieder um den Hals? Das Wiedersehen gestaltet sich nicht allzu schwierig. Auch Manfred Krug hat die DDR verlassen, genauso wie viele andere Künstler. West-Berlin wird zur DDR-Enklave. Für ihn spielte an West-Berlin eine enorm große Rolle, dass es nicht die Bundesrepublik war. Seine spätere Frau Christine zieht 1983 zu ihm nach West-Berlin. Kennengelernt haben sie sich auf einer Lesung in Westdeutschland. Er ist nicht ausgereist, um sozusagen den grünen Pass in Empfang zu nehmen, sondern es war so eine Zwischenform. West-Berlin schien ihm den Bruch nicht ganz so zu vollziehen. Gemeinsam mit Manfred Krug setzt er seiner neuen Heimat ein Denkmal. Liebling Kreuzberg ist eine Fernsehserie, wie sie so nur im West-Berlin der 80er Jahre spielen kann. Im Biotop Kreuzberg mit seinen kleinen Leuten, schrägen Vögeln und mit ihm. Robert Liebling. Anwalt mit einem Faible für geschmacklose Krawatten, Wackelpudding und Frauengeschichten. Wissen Sie, eine weinende Frau ist immer eine potenzielle Klientin. Die Serie wird Jurek Beckers zweiter großer Erfolg. In den Dialogen, die er seinem Freund auf den Leib schreibt, ist er ganz bei sich. Humorvoll, schwebend leicht, nie anspruchslos. Ich will Ihnen ein Geheimnis verraten. Ich bin ein Glückspilz. Als ich geboren wurde, hat mir ein Engel über die Glatze gestreichelt und mir zugeflüstert, Glück kann man nur haben, wenn man faul genug ist. Eine schöne Philosophie. Und wenn einer den ganzen Tag schuftet wie ein Blöder, der hat sich alles hart erarbeitet. Man muss dem Glück auch eine Chance geben. Der Mauerfall jedoch bringt die fragile Identität, die er sich als Ostschriftsteller in West-Berlin geschaffen hat, aus der Balance. Die deutsche Teilung hatte historische Gründe. Und das sollte seines Erachtens auch ruhig so sein. Das war ja in gewisser Weise auch eine Strafe für etwas, was man getan hatte. Und er fand auch, dass es eine gewisse Art von Garantie für Frieden sei, die deutsche Teilung. In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung tritt Jurek Becker kaum öffentlich auf. Er kauft ein Haus in Schleswig-Holstein. Sisebü wird der erste Ort, den er ganz aus freien Stücken wählt. Und er wird noch einmal Vater mit 53 Jahren. Mir wird eigentlich zu meinem Entsetzen bewusst, dass die beiden alten Söhne im Grunde hinter meinem Rücken aufgewachsen sind. Damals habe ich mich mehr um die Menschheit gekümmert und weniger um meine Söhne. Und heute kümmere ich mich mehr um die Menschheit in Form meines Sohnes. Das ist auch übrigens effektiver, da hat man mehr Einflussnahme. Für seinen Sohn Jonathan, genannt Johnny, wird er nun gewissermaßen zum Kinderbuchautor. Sobald er ihn für ein paar Tage nicht sieht, schreibt er ihm Postkarten. Du alter Fliegenpilz, hier in Sisebü fragen mich alle, wo ist denn der Johnny? Der Frau Wohlsen habe ich gesagt, der Johnny ist Piratenhauptmann geworden und ist mit seinem Piratenschiff unterwegs. Aber es ist möglich, dass sie mir das nicht geglaubt hat, dein Piratenpapa. Johnny ist kaum 6 Jahre alt, als bei seinem Vater Krebs diagnostiziert wird. 1,25 Jahre bleiben ihm noch und Jurek Becker arbeitet stoisch weiter. Anfang 1997, wenige Wochen vor seinem Tod, beendet er die letzte Folge Liebling Kreuzberg. Ich habe ihn wirklich niemals wehklagen hören über was auch immer, sei es seine Vergangenheit. Noch später, als er erfuhr, dass ihm auch noch, sagen wir mal, das Alter abgenommen werden sollte. Und das spiegelt sich in der Tat auch in seinem Werk wieder. Wenn es am härtesten zugeht, dann ist man nicht gefühlig, sondern ironisch. In der Tragik die Komik entdecken, das ist Jurek Beckers große Kunst gewesen. Und wohl auch das Geheimnis seines Lebens. Polen, 12.10.94. Lieber Manfred, jetzt bin ich in Lublin, am Rande Galiciens, wo ich möglicherweise einen größeren Teil meines Lebens verbracht hätte, wenn diese dumme Sache damals nicht passiert wäre. Aber so vergnüglich, wie du vielleicht denkst, ist diese Vorstellung nun auch wieder nicht. Bis nächste Woche. Dein Jurek. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de